Hallo und herzlich willkommen bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast am Private Friday. Immer freitags auf Monaco Deluxe gibt es tolle Tipps von mir heute mit den 10 Tipps für eine gute Rasur bei Männern. Ja. Tipp Nummer 1, lass die Pflegeprodukte einziehen. Nicht drauf und dann gleich rasieren, sondern lass es erstmal wirken. In der Zwischenzeit kann man ja auch die Zähne putzen. Tipp Nummer 2, nicht gegen den Wuchs, sondern mit dem Wuchs. Ich weiß, das ist kein neuer Tipp, aber viele vergessen es immer wieder und auch schnell wird dadurch oft eine Irritation. Tipp Nummer 3, denkt an die Klingen. Es ist immer wieder der Fall, ich weiß es selbst von mir, früher habe ich mir oft Klingen in Drogerie gekauft, dann gingen die aus, ja morgen kaufe ich sie und wieder ist eine Woche rum gewesen und dann habe ich zufällig im Internet so ein Abo entdeckt, die Klingen nach Hause schicken und seitdem schaffe ich es tatsächlich regelmäßig, wie es sich gehört, einmal die Woche die Klingel zu wechseln. Die Klinge zu wechseln, das wollte ich sagen. Und seitdem tipptopp, kann ich nur empfehlen. Tipp Nummer 5, denkt an die richtigen Pflegeprodukte. Ich persönlich mag ja als Vorweg zur Vorpflege sozusagen so ein Pre-Shaving-Öl, dann zum Schaum selbst. Ich bin ein absoluter Fan von Biotherm. Das gibt es als Schaum oder auch als Rasiergel. Jeder mag es anders, die anderen mögen auch Cremes. Ich muss zugeben, wenn ich auf Reisen bin, dann mag ich eher die kleinen Produkte. Kleine Produkte gibt es oft so als Starter-Kit von verschiedenen Firmen zum Testen. Okay, ich benutze es, wenn ich auf Reisen bin und nicht zum Testen, aber vielleicht ist es mein Tipp für euch, wenn ihr fliegt oder was, ihr wisst, die großen Flaschen dürft ihr nicht mitnehmen und trotzdem möchte man ja doch was Hochwertiges auf Reisen benutzen. Tipp Nummer 6, mach's nass. Klar, die einen wollen trocken, die anderen wollen nass. Jeder hat so seine eigene Philosophie, was das Thema Rasieren angeht. Aber die glatteste und die beste Pflege bekommst du logischerweise beim Nassrasieren. Tipp Nummer 7. Wasch während des Rasierens immer wieder mal die Klingen aus. Es ist wichtig, denn damit werden auch die Seifen, also die Schaumreste rausgespült und auch die abgeschnittenen Haare. Warte nicht zu lange, mach das lieber öfters als zu wenig. Tipp Nummer 8. Auch wenn die Werbung immer wieder sagt, super Klingen, noch mehr Klingen und so weiter und so fort, gilt eine Regel, je weniger Klingen, umso weniger Irritation. Das heißt, 3 Klingen sind optimal. Alles, was mehr als 3 Klingen sind, sollte man überlegen, ob man nicht eine zu empfindliche Haut dafür hat. Ja, egal wie alt man ist, mit Tipp Nummer 9, ich glaube, das passiert jedem, ist, wenn man sich schneidet. Meine Unebenheiten, Pickelchen und schon hat man sich geschnitten. Die meisten kennen es von früher, Toilettenpapier drauf und fertig. Ja, lass das, mach das nicht. Nutzt lieber einen Aluminiumstein zum Beispiel, der dann zum Beispiel auch antibakteriell ist. Tipp Nummer 10. Nach der Rasur. Nach der Rasur greifen viele zum Aftershave-Balsam, oft mit Alkohol oder mit anderen Produkten, die von großen Industriepartnern vorgestellt werden. Ich empfehle euch ein Hyaluronserum. Das pflegt nicht nur die Haut, macht ein bisschen jünger, sondern gibt auch Feuchtigkeit und Frische. Mein absoluter Tipp. Das waren meine 10 Tipps zu einer perfekten Rasur. Ich hoffe, du konntest den einen oder anderen Tipp für dich anwenden. Alle Infos natürlich auch in der Infobox nochmal mit ein paar Links für euch, wo ihr die ein oder anderen Sachen auch findet. Das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier habe ich euch das Video vom letzten Mal verlinkt. Und vergesst nicht, mitten auf den Button zu klicken, um uns zu abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Internet und dann eine tolle Idee für die schnelle Tasse zwischendurch. Also starten wir doch gleich mal mit dem ersten Thema.